Freunde, vielleicht erinnert ihr euch, dass ich mal gesagt habe, wenn es einen Top-Club gibt in Europa, der eventuell noch Ronaldo nehmen würde, ihn auch bezahlen könnte, dann wäre das der FC Chelsea. Das war ein Kandidat, den ich so genannt hatte. Und tatsächlich ist jetzt Chelsea an ihm dran. Das berichtet heute The Athletic. Und es heißt, man hätte sogar schon verhandelt. Also, der Berater von Ronaldo hätte sich bereits getroffen mit dem neuen Besitzer von Chelsea und man hätte gesprochen. Ja, es wurde ja immer wieder gerüchtet, Bayern wurde auch ins Spiel gebracht, die haben gesagt, nee, wir haben kein Interesse, José Mourinho mit AS Rom wurde genannt, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, Chelsea könnte ich mir vorstellen, ganz ehrlich, es ist natürlich auch so, dass sie jetzt mit Lukaku einen Stürmer abgeben, Ronaldo wäre ein Topmann, ja, auch bei Timo Werner überlegt man, ob man ihn irgendwie abgeben würde, also Ronaldo wäre einer, der sofort einschlagen könnte im Sturm von Chelsea. Also ich persönlich fände das sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe nur so meine Bedenken, ob Thomas Tuchel das so toll findet. Also ob er so für diesen Transfer ist, weil eben Ronaldo schon so alt ist. Das ist ja sein Problem. Wenn Ronaldo 3, 4, 5 Jahre jünger wäre, ich glaube, der hätte jetzt schon 5, 6 Vereine, die Bock hätten. Aber mit 37 hat er noch 2 Saisons wahrscheinlich. Wer will ihn noch holen? Also ich glaube, Chelsea ist so die einzige Chance, wenn er sich noch verbessern will von Manchester United. Wenn er noch die Chance auf einen Champions-League-Sieg haben will, dann müsste er, wenn wäre Chelsea so die einzige Möglichkeit. Bayern werden ihn nicht nehmen, PSG werden ihn nicht nehmen. Es kann eigentlich fast nur Chelsea sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht Tuchel sagt, nein, ich will ihn nicht. Plus, man hat jetzt auch gehört, dass Manchester United auch nicht so sicher ist, ob sie ihn überhaupt abgeben wollen. Also, eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.